Leute von der Arbeit abhalten, wie sonst auch? Das Büro ist ja wie eine Klimaanlage. Und mir ist kalt. Stramberg, Sie sind so ein verantwortungsloser Mitarbeiter. Sie sind so verantwortungslos. Warum sind Sie so verantwortungslos? Herr Becker, es wird Zeit, Ernie aus dem Fenster zu schmeißen. Herr Schottenberg, stopp. Das ist unser bester Mitarbeiter. Auf Wiedersehen, Ernie. Sie dürfen keine Mitarbeiter aus dem Fenster werfen. In unserem Büro nehmen wir uns halt gerne auf die Schippe. Was ist mit den K7-Berichten? Ja, also. Was ist mit den Schadensberichten? Ja, diese. Was ist mit dem Steuerberichten? Ja. Was ist mit den Zeugenberichten? Herr Blomberg, haben Sie etwa der Belegschaft befohlen, Irak anzugreifen? Das fördert das Teambuilding. Das reicht, Herr Heisenberg, wenn Sie diesen Knopf drücken, bin ich so richtig sauer. Ich warne Sie noch ein letztes Mal. Drücken Sie nicht diesen Knopf. Ich habe das Gebäude in Brand gesetzt. Herr Stuck. Und ich habe den Knopf gedrückt. Das reicht, das war Ihre letzte Chance. Sie werden jetzt nach Düsseldorf in Mecklenburg-Vorpommern versetzt. Oh nein.